Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute geht es ums große Thema Kunstnägel und Schmerzen und so weiter. Ich kriege auch immer wieder so viele Nachrichten auf ein älteres Video. Da beschreibe ich auch so ein bisschen, was mir in meinem Nagelstudio passiert ist, was mir Leute so erzählen. Und daraufhin bekomme ich immer noch so viele Nachrichten und ich dachte, das Video hier könnte, denke ich, den einen oder anderen noch weiterhelfen. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los und viel Spaß mit dem Video! Immer noch ein Riesenthema, wenn man Kunstnägel getragen hat, also Gel, Acryl oder was auch immer ihr gerne tragen möchtet. Und man möchte die danach wieder entfernen oder einfach rauswachsen lassen, je nachdem. Dann hat man danach unglaublich schlimme und dünne Nägel. Also die eigenen Nägel sind dann kaum noch zu gebrauchen und die sind super, super schlimm. Das ist der totale Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn das Ganze richtig alles angewendet wird und auch vorsichtig, behutsam und richtig abgemacht wird, dann passiert euren eigenen Nägeln überhaupt nichts. Also das ist der totale Quatsch. Ich weiß nicht, wo das immer herkommt. Wenn man zur Kosmetikerin geht, dann hat man danach ja nicht, keine Ahnung, in extrem neues Gesicht oder gar kein Gesicht mehr. Oder wenn man zum Friseur geht, dann hat man ja auch nicht die schlimmsten Haare oder die allerschönsten Haare, sondern man hat quasi ja nur was machen lassen, was einem ja ein besseres Gefühl gibt oder was schicker aussieht. Und so ist es einfach auch bei den Nägeln. Ihr habt Nägel getragen, sei es jetzt Gel oder so. Und danach, wenn ihr sagt, jetzt möchte ich das nicht mehr haben, ich lasse das abmachen oder ich lasse es rauswachsen, dann sind eure eigenen Nägel wie vorher, wenn die Produkte alle richtig angewendet worden sind. Es kann natürlich auch sein, dass das Gel oder das Acryl einfach in der Anwendung falsch war oder dass einfach extrem gefeilt worden ist. Oder was auch manche machen, ist, dieses Zeug dann quasi abzureißen. Natürlich kann dann dem eigenen Naturnagel etwas passieren, also er wird geschädigt oder man reißt so ein bisschen die Oberfläche ab und es wird rau. Das kann natürlich alles passieren. Daher sollte das Ganze richtig angewendet werden. Kommen wir auch gleich zum, ja, ich sag jetzt mal abfräsen, abfeilen oder im Allgemeinen das Ganze wieder ablösen. Da schreiben mir auch so viele, dass das ja so, so schlimm ist oder so unglaublich weh tut. Das darf auch absolut nicht der Fall sein. Wenn du Gel, sagen wir jetzt mal, trägst und danach möchtest du das Ganze wieder abmachen und du lässt dir das entfernen, sagen wir mal in einem Nagelstudio, dann darf das nicht wehtun. Das sollte auf deinem Nagel nicht heiß werden. Es kann mal kurz passieren, aber es sollte die Ausnahme sein, das vielleicht mal an einer einzigen Stelle. Aber es sollten dir nicht alle Fingernägel wegbrennen quasi, dass du sagst, oh, mir taten jetzt alle Nägel weh, das war so heiß geworden. Da sollte deine Nagelfee wirklich drauf hören, wenn du sagst, so Mensch, das ist gerade unangenehm, sollte sie dann auch auf dich eingehen. Wenn du dann aber sagst, macht sie nicht, das tut wirklich jedes Mal weh, wenn ich da zum Abmachen gehe. Ich habe schon so oft gehört, wirklich, dass mir immer wieder gesagt worden ist, oh, ich habe Angst, morgen zu meiner Nageltante zu gehen, weil das immer so weh tut. Leute, dann sucht euch bitte ein anderes Nagelstudio oder sagt es eurer Nagelfee auch. Manch einer sagt es nicht, dann weiß sie nicht, dass das weh tut. Es sollte nicht vorkommen, aber manche haben ja auch einfach ja, empfindliche Nägel, sag ich mal, und dann wird das halt doch mal heiß, aber das sollte halt, wie gesagt, die Ausnahme sein. Sagt das eurer Nagelfee, dass es unangenehm ist, was euch da wie weh tut, und dann sollte sie behutsam darauf eingehen. Heißt also im Großen und Ganzen, das Abfeilen, Abfräsen oder Ablösen der Kunstnägel sollte euch nicht wehtun. Was ich auch gehört habe, ist so, dass so die Nagelbetten wirklich richtig verletzt werden oder die Nagelseiten so richtig blutig gefeilt werden. Das soll absolut nicht sein. Es kann ja mal sein, dass man mal irgendwie zuckt oder so. Das ist mir auch mal bei einer Kundin passiert. Die hatte einfach mal damals gezuckt und dann ist sie natürlich ungünstig an die Fräse so rangedippt und dann hatte sie einen kleinen Kratzer an der Haut. War nicht schlimm. Sie war da auch überhaupt nicht böse, weil sie meinte, ja, es war ja jetzt ich gewesen und ich habe da jetzt gerade gezuckt, warum auch immer. Und sowas kann wirklich mal passieren. Ich hatte aber auch damals Kunden gehabt, die so wirklich ganz vorsichtig ins Nagelstudio reinkamen und
Ja, hallo, fräsen Sie dann die Nägel so ab und tut das bei Ihnen auch so weh und wird danach ganz blutig? Und ich saß da und dachte so, bitte was? Nee, erstmal hinsetzen, erstmal ganz langsam beraten und ich zeige Ihnen das auch gerne, wie ich das so mache. Und nein, da wird nichts blutig oder so. Sowas darf nicht passieren. Also es darf nicht passieren, es kann unter Umständen durch irgendwelche Sachen mal, wie gesagt, vorkommen, aber nicht an allen Nägeln. Also im Großen und Ganzen wirklich, es darf nichts wehtun und es darf nichts verletzt werden. Dann, was auch ganz oft kommt, wenn ich einmal Kunstnägel habe, dann muss ich immer Kunstnägel tragen, sei es UV-Lack, Gel, Acryl, was auch immer, das muss ich immer tragen. Nein, das ist auch absolut nicht der Fall. Wenn du das gerne mal tragen möchtest, dann trag es einfach. Und wenn du das nicht machen möchtest, dann eben nicht. Es kann wirklich ganz behutsam entfernt werden und dann sind deine eigenen Nägel ganz normal wieder vorhanden. Dann ein Riesenthema: Allergien. Das heißt entweder, ja, ich bin gegen die Lampe allergisch, also dieses UV-Licht, oder gegen das Gel allergisch und so weiter. Das ist normalerweise auch nicht der Fall. Also wenn, dann habt ihr ja quasi fast einen Sechser im Lotto, wenn das so sein sollte. Gegen diese Lampen ist man in der Regel auch nicht allergisch. Also dann kann man eigentlich auch so gut wie nicht ins Sonnenlicht oder Tageslicht gehen, weil das einfach nicht viel anders ist. Und was auch einfach meist falsch gemacht wird, ist die Anwendung der Produkte, sei es Acryl, Gel oder was auch immer ihr gerne tragen möchtet. Wenn das falsch angewendet wird oder vielleicht auch extrem auf die Haut kommt oder so, natürlich kann es eine allergische Reaktion geben. Das ist wie wenn ihr euch eine neue Creme kauft. Es kann auch sein, dass ihr die nicht vertragt, ganz normal. Es kann sein, wenn ihr zum Friseur geht, ihr vertragt die Haarfarbe nicht oder irgendein Produkt. Es kann einfach immer mal passieren. Bei der richtigen Anwendung bei Kunstnägeln passiert es in der Regel nicht. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier weiterhelfen und einfach so einige Informationen noch geben. Solltest du noch irgendwelche anderen Sachen gerne loswerden wollen oder den anderen hier mitteilen wollen, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Wenn du auch noch andere Fragen hast, dann schreib mir das natürlich auch gerne. Ich versuche alles so gut wie es geht zu beantworten. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Schau auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald im nächsten Video. Ciao!